Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir sammeln Quests. Ich würde ganz gerne die nächsten Folgen ein bisschen questlastig machen. Und heute würde ich mich ganz gerne der Quest widmen, wo es darum geht, 50 Köpfe zu sammeln. Die werden von den Mobs hier drüben gedroppt. Ich bin schon hingelaufen und alles ist hier auf der Map zu finden. Geht um die Mobs hier. Die Quest habe ich mit dem Charakter jetzt nicht mehr. Und es geht um für uns heute speziell diese Mobs. Ihr seht, mit Level 95 sind die Viecher schon ein bisschen unfarbig. Ja, ist halt so, aber ja gut. Ich hatte einfach Bock, mit dem Gen zu zocken, deswegen ganz kurz hier ein bisschen durchwursteln. Hätte eigentlich auch von der Family of Attack gehen können mit. Du stunst meinen Pop kaputt. Digga, halt dein Maul. Ich kann auch anders. Stunt er mir einfach mein scheiß Skill weg, ey. Ich glaube, ihm geht's zu gut. Mal gucken, wie der so knallt. Der ist halt super laut, ey. Super laut der Skill, aber bis 1,7, 1,8 Damage mag ich mit auf jeden Fall. 10k Crit, nicht schlecht. Wir haben den Normal Damage sehen davon. Schade, dass die blau sind, die geben keine Eck-XP mehr, die gaben eigentlich nur gut Eck-XP. 6,3k Normal Damage. Lohnt jetzt eigentlich nicht so, damit zu arbeiten. Hier sind auch gefühlt viel zu viele Archer. Also ich glaube, mit Normal Hits fahre ich besser. Macht zwar ein bisschen weniger als der Lightning-Dinger hier, aber ja. Minimal weniger eigentlich. Man muss es ja ausprobieren, ne? Ein Kopf haben wir schon. Die Quest ist übrigens richtig kotze, muss ich sagen. Also die 50 Köpfe, die ziehen sich richtig. Macht keinen Spaß. Ist einfach jetzt schon weißes. Ach so. Ich geh mal abgeben. Ja. Tschüss. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, cool. Boah, die Bären, die gehen so leicht von der Hand, Mann. Ich weiß noch, wo ich im Dieb das erste Mal hier war. Und mich von den Viechern einfach komplett zerlegen lassen habe. Richtig schlimm, ey. Und jetzt gehe ich hin und vermöbeln einfach mit Normal Zippen Night, ey. Nicht normal. Kann ich bestimmt mit dem Shield auch one-hitten. Ganz kurz Schaman-Buffs machen. Eigentlich Medis naschen voll, die Verschwendung, egal. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Pop, ey. Ist auch nicht mehr normal. Aber schmeckt, muss ich sagen. Ich habe kein Back-Eat oder so einen Scheiß an, ne? Würde noch mehr knallen damit. Also einfach um ein paar Viecher so zu schlachten, das ist schon lustig, muss ich sagen. Ciao! Hat sie ihn einfach den Stecker gezogen. Tschüss. Einfach auf und immer wiedersehen, du.
Sachen gibt's. Alter, 4K Crit und 2K Normal Shellen, ey. Ballert mies. Das ballert mies. Ich könnte ja auch einfach luren, wenn ich es mir gerade recht überlege. Damage machen tun sie mir eh keinen mehr. Warum nicht einfach lustig sein? Apropos lustig sein, ich muss mal ganz kurz meine Skill-Leiste umschieben hier. Ich will dem Schamanen nachbuffe. Nervt es ein bisschen, wenn die auf der falschen Seite ist. Also ich spiele inzwischen fast nur noch mit Skill-Leiste auf links, wenn ich irgendwie auf dem zweiten Monitor was laufen habe, wie zum Beispiel den Schamanen. Der einfach Schamanen-Buffs gibt. LOL, die machen noch Damage, was? Was? Alter, ich fühle mich hier bedroht, Mann. Da, 900. Was? Was? Ist ja echt, hier, Hilfe. Mommy called the cops, they do damage. What? Nein, ich ploppen, ich brauche Mobs. Bisschen gestunnet, das juckt mich ja nicht. Ja, dass die Damage machen, das schockiert mich gerade. Na gut. Auf Bären bin ich jetzt auch nicht sonderlich scharf, außer die Egg-XP, ne? So, unter dem Motto, kann man machen, muss man nicht. Ja, so ist es, nicht? Wenn ich eher auf die Elite Skeletons scharf wegen den scheiß Quest-Items. Oh, stecke ich jetzt fest, wirklich? Nö. Wollte hier schon den Moralapostel raushängen, das was das soll. Aber ist er nochmal gut gegangen, nicht? Ey! Bitte unterlassen Sie dies. Ich fühle mich offended. So, ganz kurz zum Archer zurück, ist nur noch einer. Jetzt mal gucken, was umfällt. Ja. Ciao. Den habe ich erst gar nicht getroffen. Okay, auch gut. Vollkommen okay, dass ich ihn nicht getroffen habe. Mal so zum Reinheit ist das Skill schon nicht schlecht. Problem ist halt mit 96, wenn ich dann diesen Skill hier bekomme, muss ich mit Lightning Dingsbums arbeiten für den Effekt von dem Skill halt, weil er mit Normal Attacks nicht funktioniert. In gewisser Weise. Ja, das wird was werden. Also, dann hört ihr nur noch rumgeschreien, wenn ich mit dem Gen spiele. Schön. Eine Sekunde. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt mit dem Trink im Crit landen sollte, ich habe den Kopf bekommen, nice. Wie hoch wird der gehen? Kann ich diesen Bären einfach aus dem Leben knallen? Nein! Aber fast! Alter. 37k in dein Gesicht, Mann. Was ist da los? Und ein Schild bekommen. Der Trostpreis quasi. Ja, heute ein bisschen chillen und so, also ich denke mal, ich werde es auch für heute bei einer Folge belassen, weil heute Abend ist ja der F10 und ich sollte nicht zu lange aufnehmen, deswegen, damit ich noch ein bisschen schlafen kann. Weil ihr wisst ja, Nachtschicht und so ist dezent am Rotieren bei mir. Ja. Ist was gegangen? Nee. Och, jetzt ploppt doch nicht, blöd. Mann. Was wollte ich jetzt sagen, du? Aber ich denke mal, ich werde an das Farmen von den Quest-Items jetzt insbesondere hier anknüpfen. Ich weiß noch nicht, ob mit dem Gen oder mit einem anderen Char. Ich habe ein bisschen Auswahl. Und ihr wisst ja, warum nicht lustig sein und mal was anderes machen.
Jetzt zum Beispiel, ich hätte nicht gedacht, dass ich die umpoppen kann, so. Ist so. Und kann man ja machen, was man möchte. Wie gesagt, ich werde jetzt diese eine Folge aufnehmen, es wird bei einer Folge bleiben, das kann ich gleich sagen. Einfach ein bisschen... Ups, das war so nicht gedacht. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht wegschildern. Bitte schildern Sie dies. Und mein Gänse, okay. Aber ja. Irgendwie so machen wir das. Eine Sache, die ich aber noch angerissen haben wollte für diejenigen, die aktiv zuschauen. Ich habe vor ein paar Folgen gefragt, der Wandertagsfolge mit dem Schamanen, ob ihr Bock auf Vlogs hättet. Und es haben sich tatsächlich zwei Leute gemeldet und gesagt, hey Digga, komm, mach mal, mach mal. Ich werde in der Richtung, denke ich, was machen. Ich habe da schon Bock drauf, auch mal was Neues machen als nur Gaming. Wird das nicht mein Main-Content werden? Also das kann ich euch versprechen. Ich mache aber schon mal was. Das kann ich auch versprechen. Aber mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Und an der Stelle wollte ich euch fragen, sieht das aus? Soll ich einfach so meine First-Person-Perspektive filmen, also quasi Look Through My Eyes? Oder wollt ihr auch ein bisschen mein Face sehen? Ich meine, ich frage jetzt gezielt, weil ich mache seit 3 Jahren YouTube und kein Schwein kennt mein Gesicht, weil ich mich eigentlich nicht zeige. Überlegt euch eure Antwort gut, ihr werdet es eventuell bereuen oder auch nicht. Das liegt im Auge des Betrachters oder in dem, was davon übrig ist. Lul. Ja, das wollte ich einfach mal fragen. Was ist euch lieber? Wollt ihr es so beibehalten, der Dicke aus dem Netz, der halt einfach seinen Scheiß da macht und ihr habt bloß Stimme dazu und kein Gesicht dazu? Oder seht ihr das? Ich frage so eine Sachen ganz gerne, weil das ist für mich komplett Neuland und ich weiß nicht, worauf ich mich da einlasse. Und ja. Lieber mal nachfragen, wie es euch denn lieb wäre, wenn ich sowas machen würde. Und ja. Ich kann die scheiß Checkbox endlich wieder rausmachen. Ja, ja, da kickt die Müdigkeit doch schon ein bisschen. Also mein Ziel war es, den Force of Defense noch durchzuspielen. 2 Minuten. Und dann würde ich die Aufnahme auch schon wieder beenden und mich Richtung F10 machen. Ich habe heute nämlich Großes vor, also wortwörtlich. Ich möchte mit 8 Chars dahin. Liegt einfach daran, weil ich mal richtig Bock habe, da oben Bambule zu machen. Ich werde meine Diebe mitnehmen, mein Support-Team, also die ich sonst immer dabei habe, wenn ich F10 gehe. Ich werde meinen Archer mitnehmen und die Asketik. Und dann ist die Party eigentlich auch schon voll. Also ich stelle eine komplette Party alleine. Na, mal gucken, was so geht, ne? Und wenn ein paar gute Drops sind, Digga, der Share gehört komplett mir, ne? Für meine Party. Wenn ich eine eigene Party stelle, weißt du? Muss ich schon nichts wegschicken. Das ist schön auf eigene Tash machen. Why not? Nein, nicht ploppen, nicht ploppen, nicht ploppen. Aus, 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 aus. Ich glaube, ich stecke fest. Ich möchte mal gucken, ob der große Kloppo da ist. In gewissen Kreisen nennt man ihn auch Knickfuß. Letztendlich ist es egal, wie man ihn nennt. Den habe ich euch aber, glaube ich, schon mal gezeigt in irgendeinem Video. Also wenn ich mich nicht täusche. Frage ist halt, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Weil ich möchte mein Lure oben noch ganz kurz fertig machen. Ich werde jetzt auch nicht zu weit ausholen. Also wenn ich jetzt hier auf der Fläche nicht finden sollte ungefähr. Ich werde jetzt nicht auf die andere Seite des Weges gehen, um mein Glück da zu versuchen. Das mache ich jetzt nicht. Außer ich sehe jetzt zufällig in der Render-Distance. Dann hole ich mir schon. Weil ich möchte mal gucken, wie viel von dem Vieh übrig bleibt, wenn ich den mit dem Gen attacke. Weil ich weiß, der ist schon ein bisschen stronger. Ich bin so ein bisschen neugierig, ne? Aber der wird wahrscheinlich bis nach Tahiti weggelaufen sein, bin ich mir sicher. Achso, ja, muss ich gucken. Wenn ich ihn zufällig noch sehen sollte, nehme ich ihn mit. Wenn er nicht da ist oder ich ihn übersehe, habe ich halt Pech.
Also ich kann nicht sagen, nochmal zum Thema Drop Rate von den Quests. Die Archer Quest, da musst du 10 Köpfe sammeln. Da habe ich mehr als genug Sets. Ich glaube, ich habe sogar 2 Sets übrig inzwischen, weil ich einfach das Zeug weiter sammle. Von den Elite Skeleton Heads habe ich 1 Set und 30 Köpfe. Also ich habe insgesamt 80 oder so. Ich habe aber beides gleichermaßen gefarmt. Gut, die Archer sind ein bisschen wichtiger, weil die halt letztendlich Skillpunkt geben und ja, die andere Questline gibt gar keinen Skillpunkt. Ist klar. Aber ändert nichts daran, dass die normalen Köpfe hier von den Schildtypen einfach gedroppt werden wie Kotze. Da musst du schon besoffen sein, dass du das gedroppt bekommst. Oder krank. Just saying. Und nein, Finger in den Hals stecken hilft nichts. Da droppt dann nichts. So, genug hier Ekelhumor, der überhaupt nicht lustig war. Ich wollte gerade sagen, ich stecke fest, aber nein, ich wurde gestunt. Eine stunnende Sache. Wow. Also heute sollte ich mich für meinen Humor vergraben gehen. Es ist überhaupt... Guck, der ist geplatzt. Der hatte keine Lust mehr auf mich. Das sollte ich vielleicht auch tun. Einfach platzen. Was ist hinter mir? Wo habe ich eigentlich... Ah, da oben sind sie, glaube ich, oder? Nochmal eine schöne Lure fürs Thumbnail. Man weiß es. Das Video auch überhaupt nicht auf Überlänge strecken. Ich stelle jetzt ganz kurz ab und laufe mal ganz kurz da ein Stück hin. Weil ich mir da vielleicht noch Kloppo erhoffe. Aber es sieht nicht so gut aus. Nee, nicht so gut. Dann sammle ich mal meine ganzen Kollegen hier ein. Die mir gleich ganz bestimmt viele Köpfe droppen. Ich lache innerlich. Dann führe ich die Lures zusammen. Die beiden. Und dann hoffe ich, ich werde nicht gestunt, wenn ich einen AOE-Skill machen darf, sonst darf ich erstmal rumstehen. Aber wenn das der Fall ist, dann tappe ich raus, weil diesen Sound in vervielfacht möchte ich euch jetzt nicht mindestens 50 Sekunden lang antun, bis ich dann wieder was machen kann. Na, da kommt der nächste Stun rein. Bären nehme ich mir auch mal mit. Einfach für diese 120 Eck-XP, die mir ein gutes Gefühl geben. Bitte hören Sie auf zu ploppen, unterlassen Sie dies. Dies, ach nö, jetzt hat mir ein Trinket, oder? Nee, doch nicht. Ich habe keinen Schaden gemacht, warum auch immer. Finde ich aber gut, weil hätte ich jetzt meinen Trinket aus Versehen gekickt, dann ja, hätte ich eine Minute warten müssen. Warte mal, ich stelle gerade mal ab. Trick 17. Da ploppt mir 100% gleich einer, wenn ich das nicht mache. Soll ich vielleicht noch von da hinten den einen holen? Komm, ich hole von da hinten noch den einen. Ah, der ist grün. Soweit ich weiß, die vom Level das höher sind, die droppen schlechter. Egal, ich hole jetzt einfach alles. Und dann heißt alles oder nichts, dann die Buffs gehen aus. Weiß nicht, ob ich in der Range für die Archer bin. Ja, also fast alles gekillt. Oh, tschüss. Ah, ich hab kein Speed mehr. Feels so freaking bad. Ein Köpfchen. Ja doch, ein. Zwei sogar. Zwei. Ui. Ist ja Premium hier. Jetzt habe ich noch kurz mein Geld ein. So, komm. Spiel mal hier den Staubsauger. Und bitte nicht den auf Wish bestellten. Also Bilanz. Knapp 20 Minuten umhergekloppt und 4 Köpfe gesammelt. Das lief besser, als ich dachte, muss ich sagen. Das lief echt besser, als ich dachte. Wie dem auch sei, das war's für diese etwas chillige Folge.
Wie gesagt, ich werde, denke ich mal, in den nächsten Folgen ein bisschen an den Quests weiter werkeln. Also, es wird jetzt kein zusammenhangendes Ding werden. Es werden wahrscheinlich immer so kleinere Aufnahmen werden, einfach weil mir gerade die Zeit fehlt, um was Dickeres aufzunehmen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Fakt ist auf jeden Fall, ich möchte mich jetzt in den nächsten Aufnahmen, außer es kommt irgendein Special-Ding dazwischen, wo ich halt Bock drauf habe zu machen, werde ich mich auf die Quests konzentrieren. Dann mal sehen, was wir rausholen können. Es wird nicht zusammenhängend sein, also wahrscheinlich bin ich das nächste Mal mit irgendeinem anderen Char am Start oder wieder mit dem. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt gerne zum Thema Vlogs eure Meinung nochmal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Einfach ein bisschen Feedback, was ihr Bock habt. Auf was ich Bock habe, das werde ich letzten Endes dann rausfinden, wenn es dann soweit ist. Aber ja, einfach auf eure Meinung, weil ja, ihr wollt es euch ja wahrscheinlich auch angucken. Schluss der langen Worte, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehenieren und ja, bis dahin. Ciao.